Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Man müsse auf alle Szenarien vorbereitet sein, stellte gestern EU-Kommissionspräsident Juncker im Europäischen Parlament fest. Nach der Entscheidung im Parlament gestern ist der Austritt Großbritanniens aus der EU größer geworden, ohne eine Austrittsvereinbarung. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es wichtig und richtig, dass die Bundesregierung heute das Gesetz zu den Übergangsregelungen im Bereich Arbeit, Soziales, Bildung und Gesundheit einbringt. Das Gesetz wird nur wirksam, wenn es zu einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU kommen wird. Und sehr geehrter Herr Springer, jetzt ist er nicht mehr, da hinten steht er, wir akzeptieren selbstverständlich die Entscheidung der Briten, austreten zu wollen. Aber wir haben die Verantwortung, das auch verantwortungsvoll zu regeln für die Menschen, die in Großbritannien leben oder in Deutschland leben und in die Rentenversicherung beispielsweise eingezahlt haben. Und deswegen ist es notwendig, dass hier eine Regelung auf den Weg gebracht wird und wir Rechtssicherheit für die Menschen gewährleisten. Mit der aktuellen Debatte um den Brexit wird überdeutlich, wie stark und intensiv die Europäische Union zusammengewachsen ist und wie stark sich die Vorzüge der EU auf das Leben der Menschen auswirken. In den letzten 46 Jahren, seit Großbritannien zur EU gehört, sind viele gesetzliche Bestimmungen auf den Weg gebracht worden. Die grenzüberschreitende Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit sind eines davon. Alle diese Regelungen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zeigen die Kraft eines, zeigen die Kraft unseres geeinten Europas. Der Brexit, liebe Kollegen, zerteilt alles. Und deswegen, Herr Springer, kämpfen wir für den Verbleib. Wir akzeptieren, aber kämpfen. Und das, glaube ich, ist die Herausforderung, die wir als überzeugte Europäer haben. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU entfallen die Regelungen zur Koordinierung der sozialen Sicherheit. Aufgrund der aktuell schwierigen Gemengenlage muss man auf alle Szenarien vorbereitet sein. Deshalb ist es wichtig und notwendig, den Deutschen in Großbritannien und den Briten in Deutschland im Falle des No-Deals Rechtssicherheit zu gewähren. Betroffen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind von diesem Gesetz unter anderem Versicherte und Rentner, die vor dem Brexit deutsche und britische Versicherungszeiten zurückgelegt haben. Für diese Personen sehen die Übergangsregelungen unter anderem vor, dass europäische Sozialrecht im Verhältnis zu Großbritannien grundsätzlich weiter angewandt wird. Also wer beispielsweise vor dem Austritt eine Rente der deutschen Rentenversicherung bezogen hat, erhält sie auch weiterhin. Das gilt aber auch für das BAföG, für BAföG-Empfänger, für Studierende, für Ausbildende, für Schüler. Und es darf hier auch nicht zu einem Bruch der Ausbildungs- und Bildungsbiografien kommen. Auch das britische Ministerium für den Austritt aus der EU hat ein Strategiepapier vorgelegt, auch das verschweigt die AfD, in dem die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und für britische Staatsangehörige in der EU geregelt werden. Dieses Strategiepapier stellt eine Verpflichtung Großbritanniens dar, einen Großteil der Regelungen des Austrittsabkommens zu übernehmen, wenn es zum ungeregelten Austritt kommen sollte. Geregelt wird beispielsweise der Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu Bildungseinrichtungen und zu Sozialleistungen, auch für deutsche Staatsbürger. Herr Springer. Dann zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist unsere Aufgabe, dass trotz schwieriger Verhandlungen den Menschen keine persönlichen Nachteile entstehen. Wir müssen die Politiker in Deutschland und Brüssel, aber auch in Großbritannien Rechtssicherheit für die Menschen schaffen. Und sehr geehrte Frau Grellmann, ein EU-Bashing, wie Sie das in Ihrer Rede betrieben haben, hilft nicht dazu, das Vertrauen der Menschen in die Europäische Union zu stärken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können das Vertrauen der Menschen in die EU, in die Staaten und in die Politik nur stärken, wenn wir Vertrauen schaffen. Und wenn wir Klarheit und Wahrheit, und da muss ich nochmal auf Sie zu sprechen kommen, Herr Springer, in politische Entscheidungen einfließen lassen.
Und es ist ja klar geregelt, dass das nur eine kurzfristige Regelung sein soll und dass wir selbstverständlich, wenn es denn zum kalten Brexit kommen sollte, es eine langfristige Regelung zwischen Deutschland und Großbritannien geben muss. Das ist selbstverständlich Ziel, das wir als Deutsche haben müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, es war uns wichtig, dass wir für die Europäische Union, für die Zukunft der Briten eine Regelung finden, dass die Briten sehr nah an der Europäischen Union bleiben. Das Projekt Europas überzeugt die Bürger nur durch enge Zusammenarbeit, durch gelebte Solidarität, durch aufgezeigte Verlässlichkeit und durch maximale Vertrauensbildung. Deswegen ist Europa in den letzten Jahrzehnten zum Erfolgsfaktor geworden und deswegen wird Europa auch Zukunftsmodell sein. Daran müssen wir arbeiten, nach dem Motto der EU, Einheit in Vielfalt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Aumer. Damit schließen